Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir sind mal wieder am Ende des Monats angekommen und der letzte Donnerstag des Monats bedeutet ja Hörgenuss des Monats. Meine lieben BookTube-Kolleginnen und ich teilen heute mit euch Hörgenüsse, das heißt Hörbuchtipps, Hörspieltipps oder auch mal Podcast-Empfehlungen. Ihr findet die Playlist und die Mädels unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und lasst euch überraschen, was heute noch so ein bisschen in eure Abo-Box oder bei den Mädels für Videos kommen. Ich möchte heute über meinen Hörgenuss im Monat Februar sprechen. Und zwar war das Kreativität von Melanie Rabe. Ein Buch, das mir von der lieben Freundin, von der lieben Becky empfohlen wurde, sie tatsächlich sehr davon geschwärmt hat und ich dann das Hörbuch vom Verlag erhalten habe. Alle Infos zum Hörbuch findet ihr, oder auch zum echten Buch, findet ihr unten in der Infobox. Schaut da auch gerne mal euch um, wenn ihr da mehr Informationen zum Buch möchtet. Ich habe das Buch parallel dann bei Tauschticket angefordert als Hardcover und konnte so hören und ein bisschen lesen und schon Markierungen vornehmen. Ich kann schon so viel einfach sagen, so ein Hörgenuss muss natürlich auch im Highlight-Regal stehen und da ist es zwar jetzt nicht gelandet, aber auf der anderen Seite und es wird auf jeden Fall ein ganzes Weilchen länger in meinem Kopf bleiben und viele Impulse, die ich mir rausgeschrieben habe, werde ich auch so nach und nach umsetzen. Ich kenne die Autorin Melanie Rabe eigentlich nur von ihrem ersten Thriller, den ich gelesen habe, und zwar Die Falle. Ich fand den Thriller ganz okay. Ich fand ihn jetzt nicht so gehypt, besonders begeisternd wie viele andere. Ich habe danach auch tatsächlich keinen Thriller mehr von ihr gelesen. Finde sie aber als Autorin sehr sympathisch und sehe immer mal Interviews mit ihr oder ich habe sie auch bei den Adventskalendertürchen, Empfehlungen sozusagen von Anka im Video gesehen und höre ihr auch so gerne zu. Ich folge ihr auf Instagram und verfolge da doch gerne, was sie so ein bisschen macht. Und folge ihr jetzt zum Beispiel auch bei ihrem Podcast. Also so schließt sich dann eins ins andere. Melanie Rabe wurde 1981 in Jena geboren und arbeitete vorerst als Journalistin. Und sie spricht dieses Hörbuch jetzt tatsächlich auch selbst. Und ich muss echt sagen, sie macht das großartig. Es wirkt dadurch natürlich sehr authentisch und sehr echt und sehr nah. Und man hat wirklich das Gefühl, man sitzt mit Melanie Rabe einfach an einem Tisch und sie erzählt einem so ein bisschen was aus ihrem Leben. Sie möchte uns mit diesem Buch sagen oder gibt uns das Motto mit: Kreativität macht glücklich und hilft, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Denn Kreativität ist eben auch eine Lebenseinstellung und man entscheidet sich jeden Tag aufs Neue, das Leben mit kreativen Gedanken und Ideen zu füllen. Die Autorin spricht nicht nur von dem Prozess des Kreativseins, was einer Autorin, einem Autor betrifft, also des Schreibens sozusagen, sondern sie nimmt auch Alltagsthemen her. Also natürlich ist es auch Kunst, es ist Malen, es ist Musizieren, es ist Fotos machen, es ist Video erstellen, aber es gibt auch so viele Kleinigkeiten in unserem Leben, was eben kreative Antworten bedarf und wo man sich kreativ ausleben kann. Und das fand ich eine wahnsinnig tolle Message, dass eben das Leben mit kreativen Ideen, Gedanken, mit einem offenen Blick durch die Welt eben einfach schöner ist, lebendiger ist, achtsamer ist und man eben einfach so etwas Besonderes aus jedem Tag machen kann. Die Autorin bleibt sich dem Motto der Kreativität ist eine Lebenseinstellung definitiv treu und sie zeigt uns eben auch neben den kreativen Tätigkeiten, denen sie eben auch nachkommt, wie beim Arbeiten, beim Schreiben und Ähnlichem, sondern eben auch so ein bisschen, wie man eben im Leben selbst diese Momente wahrnehmen kann, wie man sie finden kann, wie man sein Auge auch dahin schulen kann, dass man das eben kreativer wahrnimmt. Ich fand es wirklich toll, wie sie uns ihren Werdegang so ein bisschen beschreibt, wie sie uns auch ihren Weg so als Autorin näher bringt. Auch das Schreiben selbst integriert sie hier rein, welche Dinge sie im Grunde nutzt, welche Tools an Kreativität, dass sie sich eben jeden Morgen ihrer Morgenroutine widmet und da auch als erstes mit dem Schreiben beginnt, wie sie ihren Schreibtisch Kreativität verleiht und da eben auch daraus diese Kraft schöpft und wie sie das eben in alltägliche Dinge so ein bisschen zeigt und wie eben auch Kreativität wachsen kann. Melanie Rabe zeigt uns eben in diesem Hörbuch, was Kreativität ist,
dass es in uns allen steckt und uns allen zu kleinen Genies machen kann, wie man mit den Dingen umgeht, die uns auch so ein bisschen hemmen, unsere Kreativität ausleben zu lassen, wie man auch kreatives Wachstum anregen kann, was dazu eben führt, dass wir kreativer, besser, größer in dieser in diesem Gefühl sozusagen werden. Und ganz klar ist immer bei ihr, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel sozusagen. Also dass der Weg dahin, wenn er Kreativität im Grunde hervorbringt oder man ihn auch kreativ angeht, dass das im Grunde dann schon ein kreatives Leben ist. Das Buch war großartig. Nicht nur die Messages dahinter sozusagen, was uns die Autorin mitgibt, es war unfassbar offen, es war positiv, es war warmherzig, es war verständnisvoll, eben auch, dass man eben immer mal einen schlechten Tag hat und sie das eben durchaus auch eingesteht. Es wirkt unfassbar lebensklug, wie ich fand, ohne über den Dingen zu stehen, ohne mit einem Zeigefinger auf uns zu zeigen, sondern einfach ganz natürlich. Und ich fand das großartig. Ich fand es toll formuliert, ich fand es toll vorgetragen. Es hat so viele Schalter in mir angeknipst. Es hat mich an mancher Stelle sehr berührt, manche Dinge auch in Gang gesetzt sozusagen. Es hat mich sehr inspiriert. Und es regt eben einfach den Kopf absolut an, auch einfach kreativ zu werden. Und sei es darum, dass man Handlettering zum Beispiel in seinem Bullet Journal mal wieder integriert und einfach, ja, da sich irgendwie herauslässt. Also richtig, richtig toll. Es war super motivierend, es hat tolle Impulse gegeben. Es stellt auch nicht das Leben gleich zu sehr auf den Kopf. Es gibt ja oft so Ratgeber, die sagen, so und ab morgen läufst du den Marathon und das am besten Chaka und blub. Und das ist ja gar nicht so mein Stil. Aber Melanie Rabe hat das wirklich toll gemacht, wie sie einem das an die Hand gibt und mitgibt und auch einfach wahnsinnig toll erzählt. Ich muss es echt sagen, ich habe ihr sehr gerne beim Reden zugehört, ich habe ihr gerne gelauscht, ich habe gern ihren Gedanken gefolgt und ich fand das toll gemacht. Also dafür, dass sie jetzt ja keine ausgebildete Sprecherin ist, möchte ich ihr einfach ein ganz besonderes Lob mitgeben, weil ich das wirklich ganz, ganz toll fand. Und ich habe jetzt so auch zu ihrem Podcast gefunden und auch dem habe ich jetzt schon ein paar Folgen gelauscht. Ja, und jetzt kommt auch noch die Sonne raus, aber gut, da müssen wir jetzt durch, wir werden sie nicht verbannen, vielleicht ist sie auch gleich wieder weg. Ja, ich habe ihr unfassbar gerne gelauscht, höre jetzt auch die Folgen in ihrem Podcast und bin wirklich sehr, sehr angetan von der Lebenseinstellung, dem Bejahenden, dem Positiven, was sie da übermittelt. Also mir hat das wirklich große, große, große Freude gemacht. Mich hat das sehr begeistert, mich hat es sehr gut unterhalten und ich habe wirklich viele Impulse mitgenommen, die ich auch mir markiert habe, die ich rausgeschrieben habe, denen ich einfach so ein bisschen nach und nach nachgehen möchte. Und für mich war es einfach so wieder dieser Positivitätsschub, den man manchmal eben auch einfach braucht. Ein wirklich großartiges Hörbuch, aber natürlich auch ein tolles Buch, kann ich ebenso natürlich absolut empfehlen für jeden, der eher lieber selbst liest oder dann eben auch direkt Markierungen darin machen möchte. Ich fand es wirklich toll und ist von mir eine absolute Empfehlung. Nun bin ich natürlich neugierig, was so euer letztes Highlight war. Egal, ob es ein Hörbuch, ein Hörspiel, ein Podcast oder eben ein normales Buch war, schreibt es gerne in die Kommentare. In der Infobox findet ihr die Mädels vom Hörgenuss und auch die Playlist. Schaut da gerne mal vorbei und habt da euren Spaß heute mit den Videos. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.